Herzlich willkommen, hier ist wieder Marcel Megari live aus der Marina Limassol. Heute geht es wieder um deinen Lebenserfolg. Hier geht es immer nur um Inspiration und Motivation für dich, damit du schneller in deinem Leben vorankommst und ein erfolgreicheres und glücklicheres Leben führen kannst. Also, vielleicht kennst du das auch. Du hast dir lange vorgenommen, etwas Wichtiges zu tun. Vielleicht etwas, was du schon lange vor dir hergeschoben hast. Ja, heute will ich das endlich erledigen. Und dann kommen die Verlockungen. Facebook, WhatsApp, E-Mails werden zum dritten Mal gescheckt. Die neuesten Katzenvideos auf YouTube, die neue Serie im Fernsehen. Alles buhlt um deine Aufmerksamkeit. Nur das nicht, was du dir vorgenommen hast. Du weißt, die Steuererklärung ist längst fällig. Du weißt, eigentlich solltest du vom Sofa aufstehen und endlich joggen gehen. Du weißt, dieses Projekt wolltest du schon so lange starten. Du weißt, eigentlich sollte ich an meinen Zielen arbeiten. Aber du fühlst dich einfach nicht danach. Du fühlst dich nicht so. Dein Verstand sendet dir Ablenkung. Dein Verstand will nicht, dass du das Spiel des Lebens gewinnst. Und warum will das dein Verstand nicht? Ganz einfach. Du hast einfach deinen Verstand noch nicht trainiert, das Spiel des Lebens zu gewinnen. Ich sag dir mal ein Beispiel. Ich hatte vor Jahren, lange ist es her, eine Freundin. Und die stellte sich ihren Wecker immer pünktlich auf 7 Uhr. An 5 Tagen der Woche auf 7 Uhr. Und es klingelte auch immer pünktlich, immer um 7 Uhr. Und was tut sie? Sie drückt auf Snooze und schläft wieder weiter 10 Minuten und um 7.10 Uhr klingelt der Wecker erneut. Was tat meine damalige Freundin? Sie drückt erneut auf Snooze und dreht sich wieder um. Um 7.20 Uhr klingelt der Wecker erneut und diesmal rafft sie sich müde aus dem Bett. Und dann hat sie es eilig. Dann ist ihre Laune nicht so toll, weil sie es eilig hat. Jeden Morgen die gleiche Prozedur. Und einmal habe ich sie gefragt, warum quälst du dich jeden Morgen dreimal? Einmal um 7, dann um 7.10 Uhr und dann um 7.20 Uhr nochmal. Steh doch gleich beim ersten Klingeln auf oder stell dir den Wecker gleich auf 7.20 Uhr, dann hast du wenigstens noch 20 Minuten länger zum Schlafen. Aber es geht gar nicht darum, ob du 20 Minuten mehr oder weniger schläfst. Es geht um die Einstellung, die hinter diesem Verhalten steht. Wenn du dir vornimmst, um 7 Uhr aufzustehen und du tust es nicht, du drückst auf Snooze, was passiert? Deine erste Handlung nach dem Aufwachen ist, du tust etwas nicht, was du dir vorgenommen hast. So hast du schon am frühen Morgen verloren, noch vor dem Aufstehen. Du hast dich von deinen Gefühlen leiten lassen und du hast das aufgegeben, was du dir eigentlich vorgenommen hast. Du hast verloren. Deine Gefühle haben schon am frühen Morgen das erste Mal über dich gesiegt. Und wie soll der Tag denn jetzt weitergehen? Was du mit diesem kleinen, unauffälligen Verhalten, mit dem Drücken der Snooze-Taste dir antrainiert hast, ist das Aufgeben. Immer wieder aufgeben. Jedes Mal Drücken der Snooze-Taste, einmal mehr aufgeben. Du gibst das auf, was du dir vorgenommen hast. Wie willst du denn das Spiel des Lebens gewinnen, wenn du schon am frühen Morgen das erste Mal aufgibst? Und vielleicht sogar noch 2-3 Mal hintereinander. Und dieses kleine, unauffällige Verhalten beginnt, alle Bereiche deines Lebens wie einen roten Faden zu durchziehen. Und du trainierst dir selbst das Verhalten eines Verlierers. Du trainierst dir selbst die Einstellung, ach, wenn ich mir etwas vornehme und ich fühle mich einfach nicht danach, dann brauche ich es nicht zu tun. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Und was ich mir vornehme, ist gar nicht so wichtig. Wenn ich mich nicht danach fühle, dann tue ich es einfach nicht. Und jetzt frage ich dich mal. Warum sind erfolgreiche Menschen erfolgreich? Und wenn du eine andere Idee hast, dann gib das einfach mal in den Chat ein. Warum sind erfolgreiche Menschen erfolgreich? Ich sag's dir. Weil erfolgreiche Menschen es geschafft haben, trotz ihrer Gefühle, trotz ihrer Stimmungen zu handeln. Erfolgreiche Menschen, die wissen, mein Handeln bestimmt die Ergebnisse, die ich im Leben bekomme. Ich sag's nochmal für dich, mein Handeln bestimmt immer die Ergebnisse, die ich im Leben bekomme. Und dabei ist es egal, wie ich mich gerade fühle. Ich tue das, was ich mir vorgenommen habe, egal wie ich mich fühle. Ich kann doch nicht Rücksicht nehmen auf meine Gefühle, die mir immer sagen, ach, bleib doch auf der Couch sitzen. Ach, guck noch ein bisschen Fernsehen, morgen ist ja auch noch ein Tag. Ach, das brauchst du heute nicht zu tun. Joggen brauchst du heute nicht. Ess lieber noch ein Stück Kuchen. Und all das sind nur Gefühle. Und die Menschen, die tauschen kurzfristiges Gutfühlen gegen langfristiges Miesfühlen, gegen langfristiges Leiden.
Also ich kann dir sagen, ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf und dabei ist egal, wann ich am Tag vorher ins Bett gegangen ist. Dabei ist egal, wie ich mich fühle, weil wenn ich liegen bleibe und mir oft vorgenommen habe, um 6 Uhr aufzustehen, dann habe ich verloren, das erste Mal am Tag. Also ich stehe auf, wann ich es mir vorgenommen habe, um 6 Uhr und das an mindestens 5 Tagen in der Woche. Und da gibt's nichts dran zu rütteln, weil wenn ich das nicht tun würde, was ich mir vorgenommen habe, dann würde ich mir eine Verlierermentalität antrainieren. Und das würde sich dann auf andere Bereiche meines Lebens auswirken. Das geht nicht. Ich kann dir versichern, auch erfolgreiche Menschen fühlen sich nicht danach, morgens um 6 Uhr aufzustehen, wenn der Wecker klingelt. Aber sie tun es trotzdem. Ein kleines, unauffälliges Verhalten zieht sich wie ein roter Faden durch alle Lebensbereiche. Egal ob Job, Familie, Studium, in den kleinen, unauffälligen Verhaltensweisen, da widerspiegelt sich die Einstellung eines Menschen. Und diese Einstellung, die du hast, die zieht Folgen nach sich. Die zieht Folgen nach sich in allen Bereichen deines Lebens. Und ich möchte dir heute wirklich einen ganz bescheidenen Rat geben. Drücke nie mehr die Snooze-Taste. Beginne bei den kleinen, unauffälligen Verhaltensweisen über deine Gefühle zu siegen. Du bist der Herr über deine Gefühle. Du bestimmst mit deinen Gedanken, wie du dich gut fühlst. Und wenn deine Gedanken sind, ach, egal was ich mir vorgenommen habe, ich drehe mich heute nochmal um, ich schlafe jetzt noch 10 Minuten länger, das fühlt sich gerade gut an. Und wenn du so anfängst, wirst du danach immer wieder nicht tun, was du dir vorgenommen hast, ja? Du bist aber Herr oder Frau über deine Gefühle. Mit deinen Gedanken bestimmst du, ob du gewinnst oder verlierst im Leben. Wenn du denkst, ich tue immer das, was ich mir vorgenommen habe, ich stehe auf, wenn der Wecker klingelt, 5, 4, 3, 2, 1, heraus aus dem Bett und heute ist ein toller Tag, dann beginnst du gleich wie ein Gewinner deinen Tag. Und das ist auch eine neue Gewohnheit. Das wird auch zu einer neuen Gewohnheit. Und dieses kleine, unscheinbare Verhalten, diese kleine Gewohnheit, die wird sich dann wie ein roter Faden durch alle Bereiche deines Lebens ziehen. Und diese kleine neue Gewohnheit, die wird Folgen haben in deinem Leben. Eine kleine Veränderung deiner Gedanken hat eine große Wirkung auf dein Leben.